Beine weit, der erste Fisch. Hammer, und die Pische wieder voll mit Schleim. Ja, herzlich willkommen. Ich habe wieder mal den Kaffee verplempert, als ich die Kamera bedient habe, aber halb so wild. Als erstes einen ganz großen Dank an alle, die sich bei Facebook beteiligt haben an meine dumme Umfrage, ob ich nur auf Wels oder auf Karpfen gehen soll. Ich wusste es wirklich nicht. Ich war mir nicht schlüssig gewesen. Fischtechnisch ist es mir beides egal. Dann habe ich aber jedenfalls einen Anruf bekommen vom lieben Stefan, der hat dann zu mir gesagt, geh doch einfach auf Wels. Naja, ist klar, wenn Welsangler anruft, dann sagt der, geh mal auf Wels. Ne? Da habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich das extra für dich. Ja, mit dem Lachen und Weinen in den Augen, habe ich nochmal die ganzen Sachen aus dem Auto rausgepackt und dann die Weltsachen rein. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dank, die Karpfenangler, die sich so groß beteiligt haben an dieser kleinen Umfrage von mir. Es kommt ein super Video, sage ich einfach mal, hoffentlich ist es nicht jetzt zu großkotzig, über dieses Boot. Also es wird ein längeres Video werden, wo ich dann so auf Probleme, die ich hatte, eingehe, wie ich das gelöst habe. Und ich hoffe, es entschädigt euch. Also ich habe wirklich lange an diesem Boot gebaut. Ja, und ja, Schwafel, Pause. Weiter. So. Ich war am Angelladen gewesen, da wurde ich ja dann angesprochen auf U-Posen, also ich ja sicherlich diese ganz großen Posen nehmen werde. So 30, 35 Gramm, dann sage ich, nein, die nehme ich nicht gerne. Ich hätte ganz gerne die 10 oder 15 Gramm Varianten. Und komischerweise renne ich hinter diese U-Posen hinterher wie klein Fifi hinterm Knochen. Also ganz schlecht zu bekommen, die Teile. Entschuldigt Jungs, die Teile von Black Cat habe ich euch etwas umgewandelt. Ich habe die Rasseln rausgezogen. Ich würde es auch immer mit Rasseln kaufen. Man kann nämlich im Nachhinein entscheiden, ob man die Rasseln dran lässt oder nicht. Aber ich sage mir so unauffällig wie möglich, und wenn ich unauffällig fischen möchte, dann lasse ich einfach die Rasseln weg. Und wir Männer, wir wissen doch selber, wir sind, wenn wir ein schönes saftiges Steak essen, dann können wir auch ganz getrost auf die Salatbeilage drumherum verzichten. Und das essen wir dann einfach nicht. Also genau dasselbe Ding in grün. Wo habe ich gefischt? Ich habe im Uferbereich gefischt, wo sich das Wasser als erstes erwärmt. Schaut euch einfach nochmal das Video Großgewässer im Frühjahr oder Frühling an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie genau der Titel war. Da gehe ich so ein bisschen darauf ein. Und genau das sind auch die Stellen, wo man die Welse suchen sollte, weil der Futterfisch findet hier als erstes sein Futter. Hier sprießt das Leben. So hatte ich es, glaube ich, gesagt. Also, nichtsdestotrotz hat geklappt. Uferbereich relativ weit oben angeboten, den Köder. Schon war das Leben schick. Zwei Fische sind rausgekommen. Jetzt wird es richtig kalt und ich werde jetzt zusammenpacken. Ja, an dieser Stelle trinke ich meinen Kaffee aus. Wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Bis dann. Fisch Nummer 2. Geil. Geile Nummer. Also. Geht raus, geht angeln, genießt das Wetter, genießt die Zeit in der Natur.